Codex gewonnen haben, konnten wir die gestohlenen EMP-Gefechtsköpfe lokalisieren. Meine Herren, Sie waren die ganze Zeit vor unserer Nase auf dem Mostock-Testgelände in Nordossetien versteckt. Unglücklicherweise haben die überlebenden Mitglieder von Yastreb bereits einen neuen Käufer gefunden. Sie wollen die EMPs im Laufe des Tages ausfliegen. Aus diesem Grund sichert unser Verbindungsmann Andriy Kobin mit seinen Männern bereits die Antonov, die Yastreb dafür gechartert hat. Kestrel, Archer, Sie müssen dafür sorgen, dass Mostock vom Netz abgeschnitten wird, damit die Flugabwehr uns nicht dazwischenfunkt. In anderen Worten, wir wollen doch nicht, dass jemand die 8 so wertvollen Sprengköpfe vom Himmel holt. Tja, das Beste immer zum Schluss, ne? Oh. Sobald Sie den Kommunikationsknoten auf der anderen Seite der Fahrzeugstellplätze ausgeschaltet haben, gehen Sie zum Hangar und treffen sich mit Kobins Team. Es sollte die Sprengköpfe bis dahin verladen haben. Noch was. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass Sie jeglichen Kontakt mit dem Gegner vermeiden. Ja, super. Weil wir nicht gesehen werden. Wird alles abgeblasen. Schon klar. Zum Kommunikationsknotenpunkt. Aber ich glaube, das ist diesmal etwas leuchtend. Wir die Weg um Sie herum. Gute Idee. Aber wir dürfen sie theoretisch abknallen, aber er wird's nicht. Die Lage ist okay, er läuft durch. Achso. Ich glaube, wir bleiben erstmal hier ein bisschen im Dunkeln, ne? Oh. Auf Kante verblassen. Wir dürfen sie töten, die dürfen bloß nicht wissen, wo du bist. Das finde ich sexy. Das ist ja gerade das Problem dabei. Headshot, das ist das. Wow! Hab ich nicht ganz gesehen. Shit. Aber ich habe irgendwas bekommen. Siehst du? Habe ich die Mission trotzdem? Nee, glaube ich nicht. Also ich habe irgendwas bekommen, aber och man. Sehr smart, wirklich. Sobald Sie den Kommunikationsknoten auf der anderen Seite der Fahrzeugstellplätze ausgeschaltet haben, gehen Sie zum Hangar und treffen sich mit Kobins Team. Es sollte die Sprengköpfe bis dahin verladen haben. Noch was. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass Sie jeglichen Kontakt mit dem Gegner vermeiden. Beim ersten Alarm... Wird alles abgeblasen. Schon klar. Fahrzeugkontrolle. Suchen wir einen Weg um Sie herum. Gute Idee. Hau mal die Lampe kaputt. Na, die Kamera. Ja. Da hinten ist irgendwo die Kamera. Mama. Oh, kaputt. Ist ein Orgasmus. Ja, wir haben ein Problem. Wir müssen den Kerl finden. Okay. Wir wissen alles, dass Typen sind. Aber sie wissen immer, dass es Typen sind, ne? Eine Frau kann sowas ja anscheinend nicht schaffen. Hey. Ups. Hat er weg, ja. Hier ist ein Bruder. Ne, Russen. So wie du. So, weg. Scheiße, ich krieg von der Ja, er wollte mich aufstehen. Und ich wusste nicht, dass er eine Scheibe ist. Na, als Gegner ist. So. Sobald Sie den Kommunikationsknoten auf der anderen Seite ausgeschaltet haben, gehen Sie zum Hangar und treffen sich mit Kobins Team. Es sollte die Sprengköpfe bis dahin verladen haben. Noch was. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass Sie jeglichen Kontakt mit dem Gegner vermeiden. Beim ersten Alarm... Wird alles abgeblasen. Schon klar. Eine Fahrzeugkontrolle. Suchen wir einen Weg um Sie herum. Gute Idee. Genau, einfach ein Weg. Er muss da sein.
Sagst du? Nein, aber wegen Raumordner. Oh, Tobi! Alter, bleib bei mir! Alter, bleib einfach bei mir, Mann! Was? Jetzt reiß ich mal das kaputt und geh einfach weiter. Schnauze voll. Ich hätte ihn trotzdem. Ich möchte ihn Spaß haben. Besonderheit leistet ihres Teams. Sobald Sie den Kommunikationsknoten auf der anderen Seite der Fahrzeugstellplätze ausgeschaltet haben, gehen Sie zum Hangar und treffen sich mit Cobins Team. Es sollte die Sprengköpfe bis dahin verladen haben. Noch was. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass Sie jeglichen Kontakt mit dem Gegner vermeiden. Beim ersten Alarm wird alles abgeblasen. Schon klar. Eine Fahrzeugkontrolle. Wir müssen sie umgehen. Hab ich das gesagt? Ja, du bist der Junge. Oh, Alter. Was sagst du? Ich hab mich auch. Ja, aber ich bin tot und wurde entdeckt. Schön, du hast was bekommen und ich nicht. Tja. Naja, so spielt das Leben. Sobald Sie den Kommunikationsknoten auf der anderen Seite der Fahrzeugstellplätze ausgeschaltet haben, gehen Sie zum Hangar und treffen sich mit Cobins Team. Es sollte die Sprengköpfe bis dahin verladen haben. Noch was, es ist von äußerster Wichtigkeit, dass Sie jeglichen Kontakt mit dem Gegner vermeiden. Beim ersten Alarm wird alles abgeblasen. Schon klar. Fahrzeugkontrolle. Suchen wir einen Weg um sie herum. Gute Idee. Alter, immer wenn ich treffe, das ist bis eine Sekunde so vorher. Wenn überhaupt. Scheiße! Ich sehe jetzt hier Leute. Ja, wenn ich das da oben abschieße, entdecken sie mich sofort. Wo ist denn hier eigentlich eine Kamera? Muss doch irgendwo wieder eine Kamera sein, oder? Nee, bei mir ist hier eine Kamera, glaube ich. Und wie komme ich jetzt? Ups. Das war jetzt rum. Scheiße, du legst mal eine ordentliche Stromanlage, vielleicht noch mit Gitter in die Lampe oder so. Oh, schon wieder das Handy. Oder? Ja. Wir sind doch von denen. Die können überhaupt nicht wissen, dass wir zu zweit sind. Du bist nur hoch. Ich bin an der Seite da hoch. An den Eisenstern. Doch, so, sonst wäre ich ja nicht hier drin. Das Zeug ist stark abgeschirmt. Versuchen wir es mit einem Doppel-EMP-Impuls. Gute Idee. Oh, scheiße. So, er kommt hoch. Wo wir? Entdeckt. Nein. Doch. Er hatte mich entdeckt, aber er konnte nicht mehr Bescheid sagen. Ja, deswegen. Soll ich sein Pro. Wieso macht er nichts? Geht doch. Oh, gespeichert. Ah, was für das?
dürfte es kein Problem sein, diese Fächer von hier rauszuholen. Vorsicht, Archer. Werden Sie nicht. Mostock hängt nicht mehr am Verteidigungsnetz. Stoßen Sie zum Hangar vor. Wenn Sie ankommen, müssten Kubin und seine Männer die Gefechtsköpfe verladen haben. Hoffen wir. Je länger wir hier am Boden sind, desto schlimmer wird das ganze Spektakel. Wer ist denn dieser Kubin? Hier, Kubin. Hätte jemand die Güte, mir zu sagen, was das heißt? Sie haben auf dem Kanal nichts verloren, Kubin. Was wollen Sie? Hier sind nur drei Mittelzähne. Wie meinen Sie das, nur drei? Wir haben den ganzen Hangar durchsucht. Hier sind nur drei Gefechtsköpfe. Reed erwartet vier. Und ich werde nur bezahlt, wenn ich ihm vier liefere. Rechnen Sie mal nach. Kubin, hier spricht Director Tom Reed. Beruhigen Sie sich, wir regeln das. Director Reed, hier Archer. Kestrel und ich sind einsatzbereit. Meine Herren, unser Plan hat sich geändert. Anscheinend hängen die Russen im Zeitplan hinterher. Der letzte Gefechtskoch wird immer noch im Testlabor sein. Stoßen Sie ins Untergeschoss vor. Eine Tür des Hauptkorridors führt in die technische Abteilung. Sie müssen den Gefechtskoch sicher in den Hangar transportieren, bevor Alarm ausgelöst wird. Hätten Sie die Güte? Oh, ja, das muss ich mir ja mal überlegen. Nö, ich hab noch alles. Das geht ja nicht. Das willst du nicht nach? Ach, ja. Muss einmal richtig drauf drücken. Hatte ich ja. Hat schon mal. Zum Absteigen. Zu welchen Zeiten schon? Ja, weil du hättest Y drücken können. Dann hätten wir beide ausgeschaltet. Das war nicht smart. Wie willst du das jetzt machen? Dann ist das Ding jetzt nicht ab, wenn ich es aussetze. Machst du das? Ja, ich hätte es erst ausschalten müssen. Dann hätte es sich aufrichten können. So, cool. Wenn man so sofort im Voraus weiß. Nein, die bleibt schon sitzen. Wird schon wieder runterfallen. Ja. Weiter geht's. Das war angenehm.